fürchten, gibt es Türen. Wenn diese sich öffnen, werden Albträume wahr. Das sind die Creepy Tales. Okay, das macht dann mit der Louisiana Blue Coke zusammen $3.99. Ja, danke. Rodney's 24/7, Tom am Apparat. Hallo, Tom. Welches ist dein Lieblingshorrorfilm? Hi, Annabelle. Du weißt doch, dass ich nicht auf diesen Horrorkram stehe. Ach, Spielverderber. Aber wenn du keine Lust hast, dann lade ich dich eben nicht ein. Einladen? Wozu? Vielleicht überlege ich es mir doch noch. Ich habe gewonnen! Und was? 2 Karten für Horatio Bane. Der Horrorschriftsteller? Ja, er stellt heute Abend Dark Star vor. Sein neues Buch. Ich weiß nicht, Horror? Ach komm, seine Bücher sind ganz anders als sonstige Horrorliteratur. Er hat so eine Sogwirkung, als wäre man selbst dabei. Wie erstrebenswert. Wo wäre das denn? In der Dunham Public Library. Ich bin fast durchgedreht vor Freude. So ein nobler Ort für solchen Schund? Aber so langsam mache ich mir fast Sorgen um dich. Ach, wieso denn das? Deine Verehrung für diesen Typen bekommt echt was Fanatisches. Ach was. Aber was ist nun? Willst du oder willst du nicht? Die junge Frau trat näher und streckte ihre Hand aus. Ein Schauer fuhr ihr über den Rücken, als ihr bewusst wurde, dass sie nur noch einen Schritt von der Tür entfernt stand. Einst war sie rot gewesen, doch der Lack war an vielen Stellen abgeblättert und offenbarte faulende Holzbohlen. Aber es war nicht der Moder, der ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ. Da war ein Schauer, ein Grauen, das sich durch die Fugen der Tür stahl und in die Poren ihres Körpers eindrang. Sie wusste, wenn sie diese Tür öffnete, dann wären Grenzen offen, die Grenzen in eine andere Welt. Eine Welt jenseits von unserer Welt. Eine Welt irgendwo in den Tiefen des Alls. Und es bestand eine Verbindung zwischen dem dunklen Stern, eine Art Tunnel zu den fremdartigen Wesen von dort. Das Unbeschreibliche, das Unsagbare würde sich Bahn brechen und... Nun, wie es weitergeht, meine Damen und Herren, müssen Sie selbst herausfinden. Ich lege Ihnen mein neues Werk, den Dark Star, erschienen im Horiphobie Verlag, dringend ans Herz. Wir sehen uns nach einer kurzen Pause bei der Autogrammstunde im Foyer. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Viel Spaß mit Ihrem Buch. Schaut euch das an. Guten Abend. Wem soll ich das Autogramm widmen? Mein Name ist Annabelle. Sehr gerne, Annabelle. Oh, vielen Dank, Mr. Bane. Ich verehre Sie ja so. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch etwas mit meiner Arbeit anfangen kann. Ich meine es ernst, Mr. Bane. Ich bin Ihr größter Fan. Ja. Danke, Annabelle, aber da warten noch mehr Leser. Ich möchte ja, dass alle drankommen. Ach ja, natürlich. Warten Sie, ich mache Platz. Oh nein, das tut mir... Verdammt! Ich habe Ihre Teetasse umgestoßen. Oh, das wollte ich nicht. Warten Sie, ich habe hier ein Taschentuch. Ja, ist schon in Ordnung. Gehen Sie einfach, bitte. Gehen Sie. Da bin ich. Super, oder? Was sollte das denn? Sag mal, hast du die Tasse etwa absichtlich umgestoßen? Und wieso? Ich denke, du bist sein Fan. Sein größter sogar. Deshalb habe ich das hier. Sieht aus wie eine Abrechnung oder ein Vertrag für die Lesung hier. Habe ich eingesteckt, als sich Mr. Bane den Tee von der Hose gewischt hat. Hat er gar nicht bemerkt. Ganz toll.
Und warum machst du so einen Blödsinn? Na, da steht seine Adresse drauf, siehst du? Horatio Bane, Bathory Street 27, im Stadtteil Cloverside. Das ist bestimmt eine von diesen tollen viktorianischen Holzvillen in der Nähe der Strandpromenade. Super. Was das soll, habe ich gefragt. Naja, jetzt weiß ich, wo mein Idol wohnt. Und dann könnte ich... Ich meine, wenn nicht gerade eine Lesung stattfindet, hat er bestimmt mehr Zeit... Hab ich vorhin gesagt, du bist fanatisch? Nein, ich glaube, du wirst langsam echt verrückt. Ist das laut? Ach, du bist es. Ja, ich arbeite schon wieder. Ich weiß, wie spät es ist. Nein, das macht mir nichts aus. Du weißt doch, ich bin ein Besessener. Ich schlafe meist am Tag. Ich denke, dass ich es bis morgen fertig habe. Kein Witz. Ich schreibe gleich weiter und dann bekommst du den ersten Manuskriptentwurf. Aber vorher... muss ich mich um einen Eindringling kümmern. Ich melde mich. Oh. Kommen Sie raus, ich weiß, dass Sie da sind. Ja, ich bin hier. Guten Abend. Was soll das? Warum spionieren Sie mir nach? Ich bin nur ein Fan. Ich wollte doch nur mit Ihnen alleine sprechen und... Sie hätten nicht herkommen sollen. Aber es ging wohl nicht anders. Ja, so könnte man sagen. Das mit der Tür tut mir leid. Ich werde das natürlich Nicht nötig. Nicht nötig. Wie meinen Sie das? Wollen Sie mich etwa... Mein Freund Tom, er weiß, dass ich hier bin. Ich war vorhin mit ihm bei der Lesung... Nein, Annabelle, ich werde dir nichts tun. Ich nicht. Sie nicht. Aber wer könnte es sonst? Sieh dort hinüber, Annabelle. Ich kann nichts dafür. Verdammt. Die Tür. Die rote Tür. Es gibt sie wirklich. Ja, Annabelle, es gibt diese Wesen. Die vor Äonen auf dem dunklen Stern gelebt haben. Ihr Planet ging unter, doch einige von ihnen existieren noch immer. Sie liegen verschüttet unter dem Eis des äußersten Mondes von Pluto. Und sie wollen hierher, hörst du? Sie drängen in diese Welt. Ich wollte es verhindern, doch wer bin ich schon, die Pläne von dunklen Göttern zu vereiteln? Ich kann nichts dagegen tun, ich bin ein Verfluchter. Denn ich weiß von ihnen, aber bin zur Untätigkeit verdammt. Einzig das Schreiben bleibt mir noch. Und jeder glaubt, diese Dinge würden ihrer Fantasie entspringen. Ganz genau. Unwissenheit ist ein Segen. Ich beneide die, die nicht wissen. Die nicht gesehen haben, was ich zu sehen gezwungen bin. Was haben Sie gesehen? Was war und was sein wird. Ich wusste auch, dass Sie heute Abend hierher kommen würden. Das glauben Sie nicht wirklich? Hier, Annabelle, sieh dir das an. Die junge Frau trat näher und streckte ihre Hand aus. Ein Schauer fuhr ihr über den Rücken, als ihr bewusst wurde, dass sie nur noch einen Schritt von der roten Tür entfernt stand. Das ist aus ihrem neuesten Buch. Das haben sie vorhin vorgelesen. Lies weiter, Annabelle. Annabelle wusste, wenn sie diese Tür öffnete, dann wären die Grenzen offen. Die Grenzen in eine andere Welt.
Das haben sie geschrieben, nachdem wir uns getroffen haben. Sie kennen meinen Namen von der Autogrammstunde. Das ist doch nur ein billiger Trick. Sie wollen PR, sonst nichts. Weiter. Lies nur weiter. Annabelle wusste, seit sie in das Haus des Schriftstellers eingedrungen war, dass sie einem Geheimnis auf der Spur war. Eines, das sie besser nie gelüftet hätte. Doch es gab kein Zurück. Sie öffnete die rote Tür und das Grauen drang ungebremst auf sie ein. Wie ein Schnellzug überrollte es sie und riss sie mit sich in die tiefsten Tiefen des Wahnsinns. Sehr gut. Und nun tue, was sich nicht mehr verhindern lässt. Öffne die Tür, Annabelle. Öffne die rote Tür.